Also im Grunde genommen werden die Bäume ja nicht gepflanzt. Also wir tun sie jetzt quasi wie Zwischenlagern, wo sie gehegt und gepflegt werden, auf einem Areal in unmittelbarer Nähe vom Stadion. Enzo Reneas Leute, die sind jetzt hier und man wird es so machen, dass sie eigentlich so, man wird schon etwas ausheben, aber die Bäume werden sitzen quasi so wie in einem kleinen Becken. Also der Showfix läuft eigentlich so ab, dass die Leute sich eigentlich frei im Erdgeschoss bewegen können. Wir machen da immer so eine kleine Ausstellung. Also jetzt gibt es gerade im Moment wieder einen Ausstellungswechsel. Ein Raum, da geht es ausschließlich um das Projekt, da steht ein Modell. Und da sind auch Fotos, die dokumentieren, was bis jetzt gemacht worden ist. Sind auch Informationen. Immer wieder neue Informationen, die wir erhalten, auch vom Enzo Renea dabei. Und dann gibt es den zweiten Raum, wo wir, da verändert sich relativ wenig, aber wo wir eben das auch ein bisschen verorten, das Projekt, also wo wir das in Bezug bringen zu dem 7000 Eichen-Projekt zum Beispiel von Josef Beuys oder den Rap Trees von Christo. Es gibt hier viele Künstler, die sich mit dem Thema Baum oder Wald auseinandergesetzt haben. Dann im dritten Raum, dort haben wir dann auch schon ein paar kleine Leckerbissen, die wir zeigen aus dem Bestand des NFK und aus der Stadtgalerie. Der Mischwald ist in erster Linie mal fast schon Bedingung von Max Peitner selber, der ja 1970 diese Zeichnung gemacht hat. Er wird jetzt eher sogar noch eine Notwendigkeit sein, dass man den mal aufzeigt, weil, das habe ich jetzt auch erfahren, der Mischwald eigentlich, ja, im Moment wirklich ein, da zwar ein bisschen vor sich hin darf, also der existiert jetzt, so wie ich informiert wurde, nicht mehr in der Größenordnung, wie das vielleicht für die Umwelt gut wäre.